Hallo? Hallo, 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 weiter geht's mit Kok. Willkommen da, ich bin der Lars. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part auf meinem wunderbaren Kanal. Ja, nachdem wir Donnerstag technische Probleme hatten und ich konnte nicht farmen, habe ich mich gestern nochmal eine halbe Stunde hingesetzt. Ich hatte leider echt nicht mehr Lust. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also das Farmen, Oni Rathaus 10er Elver, die ich finde, und ich arbeite hier mit dem Queen Walk und jedes Mal ist das so ein fucking Inferno, der mir auf den Sack geht. Trotzdem habe ich eine halbe Stunde noch kurz hingesetzt und dann auch ein bisschen was gefarmt. Ihr seht selber, Angriffslog-mäßig, ich habe da ein paar Fails drin gehabt. Hier ein paar Fails, da ein paar Fails. Es lief. Hier vor 3 Tagen sind sogar Angriffe drin. Ich bin, muss ich ehrlich zugeben, aktiv, nicht ganz so krass aktiv zurzeit. Da haben andere Spiele, ja gut, ich muss mal sagen, es liegt daran, erstens ein anderes Spiel ist aufgetaucht, was natürlich sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Nicht ganz so viel. Aber es geht, es nennt sich Clash Royale, habe ich echt Bock drauf, macht voll viel Spaß. Und trotzdem natürlich werde ich Kok nicht so vernachlässigen, ich werde da wieder Gas geben und zweitens ist mein Urlaub vorbei. Und deswegen, plus Streamausfall wegen technischer Probleme, weil einfach meine Festplatte sich gegönnt hat, beziehungsweise gedacht hat, YOLO, ich muss da mal kurz alles neu machen. Und weil OBS, aber scheinbar, ich habe ja OBS, womit ich auch aufnehme. Open Broadcast Software ist ein kostenloses Programm, kann sich hier runterladen, wenn er möchte, bei OBS, kann man googelt OBS. Und das war halt anders, damit streame ich auch. Und ja, dann habe ich, wie gesagt, wollte ich PC neu starten, weil der Bluestack Player nicht funktioniert hat. Habe ich einfach mal auf X bei OBS gedrückt, nachdem ich den Stream beendet habe. Kurz PC neu starten, bam, ganzer PC war da und dann musste meine Festplatte C quasi, wo Windows drauf ist, einfach mal repariert werden. Keine Ahnung wieso. Scheinbar liegt es an dem Treiber von Nvidia, der arbeitet nicht ganz so gut zusammen mit OBS. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Obwohl ich jetzt die neueste Version runtergeladen habe. Meine Fresse. Nvidia-Treiber hat OBS zerfickt. Meine ganzen Einstellungen sind hin. War ganz lustig. Ja, stundenlange Arbeit, das Ganze wieder herzustellen in dem Programm. Ist natürlich gut, man hat ja nichts anderes zu tun. Egal. Deswegen kommt man Donnerstag in die Farm. Deswegen habe ich Freitag halt, also gestern ein bisschen gefahren, so ein halbes Stündchen mehr. Wie gesagt, hatte ich eigentlich gar nicht Lust. Keine Ahnung, weil mich die Rathaus-Szene 11 abgefuckt haben. Aber jetzt bin ich wieder da. Was habe ich geschafft? Ich habe nicht viel geschafft. Eigentlich habe ich nur ein bisschen Dunkles gefarmt. Ich habe 180.000 Dunkles zusammenbekommen und habe die junge Dame namens Lara Richtung Schlaf gegönnt, beziehungsweise geschickt. Sie wird in 6 Tagen, 7 Stunden erweckt und wird dann Level 36 sein. Der Plan war es zu diesem Zeitpunkt, sie schon knapp vor Level 40 zu haben. So 38, 37, vielleicht sogar 39. Ja, ich muss mal wieder Motivation finden für dieses Spiel. Werde ich wieder finden, Leute. Mit euch zusammen werden wir wieder Gas geben und aktiv. Die Videos werden wieder rausgedrückt. Keine Angst, ich werde hier wieder voll auf den Deckel hauen, meinen Penis auf den Tisch klatschen und richtig hier rumsauen, so wie es geht. Das machen wir schon. Ich hoffe, das passt von der Aufnahme her. Ich habe, wie gesagt, gerade muss ich alles nochmal neu einstellen wegen OBS, aber es sieht auf jeden Fall alles ziemlich gut aus. Sollte passen soweit. Okay. Ja, was denn noch passiert? Ja, ich habe einen Bauarbeiter immer noch frei. Der letzte Magierturm ist in 11 Stunden fertig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also in 11 Stunden. Heute übrigens wird es streammäßig was geben. Dort werde ich reinhauen und zwar wird es heute ab 20 Uhr einen wunderbaren Livestream geben auf twitch.tv/zuschauer99. Dort werden wir Clash of Clans, Clash Royale werde ich vielleicht auch ein bisschen spielen. Vielleicht, vielleicht. Aber das Augenmerk liegt heute auf jeden Fall im Stream bei Clash of Clans, bei Kok. Und zwar müssen wir da farmen, denn in 23 Stunden oder in 11 Stunden ist der nächste Bauarbeiter fertig. Ich habe noch einen, der quasi am Start ist. Ich musste sogar die Kanone wieder starten hier, weil ich einfach goldmäßig nicht so viel hatte. Ja gut, habe ich 3,2 Mille dafür ausgegeben. Passt. Die junge Dame hier, wenn wir uns fertig gammen. Lass dich scheiß Gammer, du bist voll kacke. Ja, Entschuldigung. Die werden fertig gammen hier. Wie gesagt, ihr kennt das ja, durch die Streamspenden werde ich mir immer die Wartezeit von der jungen Dame hier überspringen. Ja, sonst. Viele haben gefragt, Lars, warum ziehst du nicht jetzt den King irgendwie hoch, jetzt auf 35? Nee, ich werde jetzt die Queen auf 40 pushen, dann den King quasi von 30 auf 40. Finde ich ein bisschen besser, weil Queen Walk-mäßig macht das ziemlich viel Spaß und ich liebe die Queen einfach nur. Ist, finde ich, die beste Einheit, die es gibt. Deswegen machen wir das Ganze. In 2 Tagen ist im Labor auch was fertig. Dort ist der Plan, ja, dann ist es die Mauerbrecher hoch zu pushen auf Level Nummer 6, damit endlich gemaxt sind. Ja, sonst, übrigens sind einige Gerüchte aufgetaucht, dass es bald neue dunkle Truppen geben wird. Vielleicht sogar den Prinzen aus Clash Royale, Alter. Er ist total verrückt, was alles gibt. Es gibt Reddit-Links und den ganzen Scheiß. Ich werde vielleicht mal ein Video machen zum Sonntag hin, also morgen, wo ich dann mal die ganzen Gerüchte alle mal so ein bisschen aufschnacke und darüber labe und euch kurz auf den neuesten Stand bringe, was zurzeit am Start ist. Also es gibt so viele Gerüchte von neuen dunklen Truppen oder neuen dunklen Einheiten. Das ist unfassbar. Da muss man auf jeden Fall mal ein Video rüber raushauen, weil das Interesse ist bestimmt groß bei euch, weil ihr nicht den ganzen Tag, so wie ich, nur Foren lest. Ich lese das auch nicht, aber trotzdem, man bekommt halt einiges mit. Sonst haben wir einen Baumstamm, den wir entfernen.
sonst. Ja, also der Plan ist, wie gesagt, ich möchte gerne farmen. Ich möchte gerne den zweiten von 4 Minenwerfer starten. Der erste ist schon gestartet. Haben wir 6 Mille gefarmt. 6,4 Mille. Easy, gar kein Ding für den King. Dann sollten wir heute auf jeden Fall den zweiten starten für 6,4. Dann ist der nächste Bauarbeiter beschäftigt. In 11 Stunden ist wieder der nächste frei. Also ich möchte quasi als nächstes alle 4 Minenwerfer auf Level Nummer 8 pushen. In 11 Stunden, wie schon erwähnt, sind alle 4 Magiertürme denn auf 8. Das freut mich richtig. Alter Leute, wir sind richtig gut voran. Es ging fix, oder? Ich habe gedacht, dass mit Rathaus 10 es etwas länger dauert mit der Verteidigung. Guck mal, wir haben die Infernos schon fertig. Wir haben alle 3 X-Baus schon fertig. Wir haben alle 4 Teslas schon fertig. Die Magertürme sind in 11 Stunden alle fertig. Dann kommen die Minenwerfer. Nach dem Minenwerfer werde ich die Luftabwehr pushen. Abwechselnd, ob ich die sofort... Ich kann sie einfach sofort hochpushen. Ich meine, ich werde eh nicht angegriffen mit Luft, sowieso nicht. Ja gut, wenn Leute sehen, oh, der hat seine 4 Luftabwehr im Upgrade oder 2 von 4 oder 3 von 4, da kann ich ihn mit Luft angreifen. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass es passiert, aber ich weiß noch nicht. Also mal den Tipp von euch, würdet ihr nach den Minenwerfer sofort alle Luftabwehren hochziehen? Also 4 Stück hier haben wir ja quasi auf Level Nummer 7. Ah, die kosten 7,56 Millionen. Das ist ja fast ganzes Goldlager voll. Easy, 2 Stunden. Oder würdet ihr lieber abwechselnd quasi Luftabwehr mit Bogieturm starten? Das ist nicht mehr viel. Es ist nicht mehr viel, was wir machen müssen. Also 3 Minenwerfer, 4-mal Luftabwehr, alle Bogietürme plus die Kanone. Natürlich ist das noch einiges, aber das Wichtigste und das Krasseste haben wir schon hinter uns. Und meine Queen ist erst 36. Schande über mein Haupt. Schande über mein Haupt. Ich wollte sie viel schneller hochpushen. Ja, Leute, das sieht denn soweit aus. Clan War Messi habe ich jetzt 2. Und dann kommen bald die Mauern wieder. Ich freue mich so auf Mauern. Alle sagen, Mauern sind scheiße. Ich liebe die Mauern, weil Mauern sind geil. Übrigens muss ich noch hier einen Sammler. Ich könnte natürlich den jetzt hier standen. Den Elixier-Sammler muss ich hier noch fertig machen. Der ist auf Level 8. Genauso wie das eine Goldlager. Das ist auch nur Level 8. Das muss ich noch ein bisschen hochpushen. Kriegen wir auch noch hin. Und wir haben noch, ich habe irgendwo noch eine Riesenbombe Level 1 hier. Und ich habe irgendwo noch eine Luftmine oder so Level 1. Muss ich auch noch upgraden. Keine Ahnung, wo die ist. Wenn wir irgendwann, irgendwo ist die hier. Ich finde es aber gerade nicht. Vielleicht sogar eine schwarze. Eine richtig schwatte. Wir können ja eben kurz alles löschen hier. Layout anpassen. Alles löschen. Hier sehen wir es doch. Moment. Also 16 Mauern fehlen uns noch auf Level 9. Die Queen hier. Genau, ein Bohrer ist Level 2. Der muss auf Level Nummer 6. Der gibt es 6. Alles klar. Level 6 pushen. Das dauert noch ein bisschen. Eine Bombe hier. Riesenbombe muss auf Level 3 geballert werden. Gibt es Level 4 Riesenbomben? Gleich mal schauen. Hier noch Level 1 Luftmine. Genau wie hier Level 1. Level 1 Skelettfalle ist auch noch am Start. Hups. Kurz schauen. Gibt es wie viel... Was wollte ich jetzt nachschauen? Hier eine Riesenbombe. Jawohl, Riesenbombe geht sogar auf Level Nummer 4 auf Rathaus 10. Richtig geil. Für 2,5 Mille. Wie lange dauert das? Ach, 3 Tage nur. Easy Snack. Ist gar kein Problem für mich. Ja, das soweit. Base wollte ich schon vor 2 Wochen umbauen. Muss ich auch noch machen. Und der Clan War. Es ist ein erster Clan War gestartet. Ich habe 2 Clan Warses. Ich habe 2 Clan Wars ausgesetzt. Jetzt bin ich wieder am Start und werde mit euch zusammen hier krasse Action machen. Vielleicht sogar, also meine Angriffe werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie ich versuche hier diesen Kollegen auf 2 Sterne zu drücken. Es wird sehr hart, weil er ist schon etwas stärker. Das muss ich leider sagen. 25er Queen, 26er King ist auf jeden Fall noch angenehm, aber der Rest. Wir haben natürlich hier Level 3 Infernos, Boden und Luft. Wir haben hier natürlich selbstverständlich auf Multi 2 Multi Infernos, obwohl der Single, ne? Genau. Ein Single, ein Multi. Könnte man sich überlegen, von der rechten Seite mit Hexen reinzulaufen. Aber so ein richtig ekliges, hässliches Design. So ein Design möchte ich auch gerne haben für meine Clan War Base. Weil diese 3 Ringe, nenne ich es mal. 3 Ringe, Alter. Ja, hier fast ein Audi. Hier dunkle Kaserne, Bogenschützenturm. Also ihr merkt quasi hier, also wir haben quasi den Außenring hier. Das ist dieser Bereich. Dann haben wir den inneren Bereich. Das ist dieser Bereich hier. Und dann den mittleren Bereich. Das ist ziemlich böse gegen die Golems. Weil die Golems immer hier im Kreis laufen. Die Golems gehen außenrum zu und gehen nicht Richtung Mitte. Deswegen ist es super, super schwierig, hier das Rathaus zu bekommen. Und hier möchte ich also gerne 2 Sterne holen. Das ist so das Ziel gegen Rathaus 10er. Deswegen werde ich vielleicht mir auch so eine ähnliche Base bauen. Muss ich noch machen. Ich weiß, Entschuldigung, Schande über mein Haupt, habe ich schon 3 Wochen gesagt. Ich komme einfach zurzeit nicht dazu. Ich weiß nicht, wieso. Verteidigungsmäßig ist er gut dabei. Hat er alles schon auf Rathaus 10er Stand? 13er, 12er Kanone hier. Hier ist eine 13er Kanone schon, also die Kanonen fehlen noch auf 13. Oh Gott, die Kanonen gehen ja auf 13, genau wie die Bogietürme gehen auf 12. Gehen die auf 12 oder 13? Nein. Auf jeden Fall, das ist einiges. Also der hat auf jeden Fall hier krasse Verteidigung. Erstmal die Überlegung, hier vielleicht mit einem Queenwalk loszurennen und dann reinzugehen mit einem Golem oder sowas. Könnte man vielleicht machen. Die Queen würde wie gehen? Würde die Queen wieder Richtung Mitte gehen? Ich glaube schon. Also die, wenn ich die Queen hier unten ansetze beim Armeelager, würde sie Armeelager mitnehmen. Bogenschützeturm, das... Das, das,
das, das, das, das, das, das. Dann würde sie hier hingehen, dann würde sie das Armeelager kaputt machen und ich glaube, dann würde sie hier die Mauer kaputt machen. Reingehen, Luftfeger kaputt machen, Bogenschützenturm kaputt machen, Goldmine, Goldmine, Minenwerfer, Magierturm wird der King, der wird dann auch noch sterben, der King. Dann vielleicht die Luftabwehr würde sie auch noch bekommen über die Mauer und dann würde sie, denke ich mal, die nächste Mauer kaputt machen. Dann würde sie hier reingehen, würde hier losrotzen, den Bereich wegklatschen. Das könnte man vielleicht sogar machen und dann würde ich einfach von hier, von dieser Seite, mit ein paar Golems, Mages, das wäre eine Überlegung wert. Dann vielleicht also Creamwalk los quasi ballern hier um Ecke laufen. Ihr habt gerade gesehen, was sie kaputt macht. Und dann vielleicht Richtung Mitte ziehen. Die Queen würde sich dann hier oben aufhalten, hier noch ein bisschen was kaputt machen. Wir haben, natürlich würde sie dann, wenn sie hier ankommt, also spätestens, wenn sie in dem Bereich hier ist, müssen wir quasi dann die Golems und die anderen Kollegen losschicken, weil sonst wird die Queen von dem Inferno getroffen. Ist nur Multi, der ist nicht ganz so krass gegen die Queen, das sollte dann passen. Ja, ob das ist natürlich nur Planung, wir werden es sehen. Queenwalk, außenrum zu und dann mit Golems, mit dem King, mit Mages, vielleicht sogar mit Hexen oder mit einem Packer. Ne, Packer habe ich ja nicht hoch. Ich lieber ein paar mehr Mages mitnehmen. Und dann ein paar mehr Golems. Könnte man Richtung Mitte ziehen. Ich überlege mir da was. Oder ich mache einen Standard Go-Vivir-Angriff. Werde dann von hier unten reingehen. Richtung Single-Inferno und versuchen was zu reißen. Oder mit Drachen. Ne, Drachen ist blöd, weil die Luftabwehr viel zu zentral in der Mitte steht. Ha, wird schwierig. Wird schwierig, der Gegner, muss ich ehrlich zugeben. Also zwei Sterne wird hier sehr, sehr schwierig. Ich lasse mich überraschen, was ich hier mache. Wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr, weiß ich nicht, irgendwas habt, um diese Base zu schlagen, wie würdet ihr hier angreifen? Gerne in die Kommentare. Ich bin natürlich auf eure Meinung immer angewiesen, weil ihr seid krass. Ihr seid richtig krass in dem Spiel. Ja, sonst gibt's nicht viel zu berichten. Angriffsmäßig werde ich jetzt keinen Farmangriff mehr machen. Wieso machst du keinen Farmangriff, keinen Live-Angriff im Video? Weil meine Queen noch schläft. Ich muss da erst noch ein paar Gems aufladen, damit ich die fertig gamme. Ich bin halt ein scheiß Gamer. Das werde ich dann bis heute Abend machen, um ein paar Gems zu sparen. Sonst ist das der aktuelle Stand von der Base. Clan War Gegner, wie schon erwähnt. Übrigens, die Gegner sind aus Ukraine. Oh Gott, da ist Bombenstimmung. Und die Kollegen sind am Start mit 139. Wir haben 150. Ich bin wieder eins. Ich bin immer die eins. Ich bin die Nummer eins in dem Spiel. Gar kein Problem für mich. Leute, so bin ich halt. Ich bin einfach nur krass. Wie ist denn der zweite hier? Wir sperren nochmal kurz die Kiste hier aus. Ich habe mich noch gar nicht genau umgeschaut. Wer da am Start ist, auch so eine eklige. In the round Base. Nummer drei haben wir hier. Das ist so eine Anti-3-Sterne-Scheiße. Oder so eine. Ist das die gleiche Base, die ich habe? Moment. Ist, glaube ich, die gleiche. Ungefähr. Bloß umgedreht. Ich muss ja eh meine Base noch ändern. Clamor und meine, diese jetzige Base hier möchte ich auch noch gerne ändern. Wenn man hier im Verteidigungslog sieht, wenn so ein Kollege angreift hier mit 10er King und einer 5er Queen und mit Riesen einfach mal meinen Rathaus bekommt, dann weiß ich, dass meine Base scheiße ist. Alter, mal ohne Witz, was ist denn das? Wie kann man denn hier bitte mein Rathaus bekommen? Die Infernos deffen einfach nicht mein Rathaus. Mein Dunkles ist schon beschützt, aber mein Rathaus nicht. Und ich will mein Rathaus auch beschützen, weil im Rathaus ist auch dunkel. Wie viel Dunkles bekommt er sogar dafür? Dafür, dass er hier drin ist? Ich glaube, das war sogar... Ne, das war nicht da, wo ich so viel Dunkles hatte. Guck mal, er bekommt das Rathaus. Er bekommt einfach mal nicht viel Loot, aber er bekommt einfach Sterne. Pokale, meine ich. Und Sterne auch. Ein Stern, 9 Pokale. Das möchte ich nicht. Ich werde die Base umbauen und werde das Rathaus etwas besser deffen, weil es hier unten echt anfällig ist. Ja, Leute, dann war es das wieder von diesem wunderbaren Part. Eure Meinung ist natürlich wieder gefragt in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr schreibt da ein bisschen was rein hier, damit ich hier weiter weiß. Und sonst braucht jemand Verstärkung, gebe ich natürlich hier wieder was. Viermal Barge, Mage, das habe ich nicht. Def, können wir voll machen hier die Kiste. Bogis habe ich auch noch am Start. Immer schön reinspenden. Immer schön reinspenden. Gar kein Problem. Hier. NP. Das war's dann. Morgen dann ein... Oh, wir können auch hier... Moment. Ich habe da was, bevor ich das wieder vergesse. Ich muss natürlich noch spenden hier. Vorbildlich spende ich natürlich voll. Läuft. Der Hube, der bekommt erstmal was. Was hat er denn für eine Base? Der Hube? Okay. Auch so eine interessante Base. Luftabwehr hat er auch schon oben. Ja, sieht halt nicht schick aus mit den Mauern. Und dann hier drin. Ich bin kein Freund davon, schon Level 11 Mauern zu haben. Also entweder erstmal alle 10 und dann die 11er anfangen. Vorher finde ich, sieht das nicht so schick aus. Ich habe 13 Mauerbrecher. Wieso? Das weiß nur der liebe Gott. Ich habe keine Ahnung. So, also heute Abend ab 20 Uhr, Leute, schaltet ein, wenn ihr Bock habt, ein bisschen Cock zu sehen, ein bisschen Clash Royale und auf jeden Fall noch ein bisschen Pokémon. Pokémon werden wir auch noch spielen.
dann schaltet doch gerne mal ein, so ab 20 Uhr auf twitch.tv/zuschauer99. Dort werden wir dann so viel farmen. Ich hoffe es doch mal, dass wir 6,4 Mille voll bekommen. Habe ich noch was im Schatz? Ne, Schatz kann man nicht. Schade. Übrigens, die letzten beiden Clan Wars, wo ich nicht dabei war, haben wir gewonnen. Aber es sieht ziemlich gut aus. Wir müssen noch 1, 2, 3, so 4 Stück am Stück gewinnen. 4 Stück am Stück. Dann haben wir wieder alles grün hier. Das sieht gut aus. Hatten wir schon mal komplett alles grün? Hatten wir, glaube ich, sogar schon. Vor 12 Tagen. Vor 121 Tagen. Das wird auf jeden Fall alles gesaved hier. Wir müssen alles grün haben. Deswegen müssen wir Gas geben. 39 zu 27, 38, 33. Das sieht doch gut aus. Letztes Mal war ich nicht dabei. Haben wir gewonnen. Easy. Jetzt bin ich wieder dabei. Jetzt reißen wir noch mehr. Guck mal hier. Hatten wir 93%. Was war denn der beste von dem Prozentsatz? 93, glaube ich. 91, 90, 93, kann irgendwas 93 toppen. 93 kann irgendwas 93. Hier, 92. 92. 89, low, low, low. Ja, also, obwohl 89 ein wunderbares Geburtsdatum ist, da sind nur die krassesten geboren, die besten der Welt. 93% ist ganz geil, 93,53, man rundet auf ab 5, also sagen wir 94%, ist okay, kann man sich mal geben, ne? So, hast du guten Loot im Meister 3? Geht. Schreiben wir es mal so. Dann war es, wenn es euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Bei 150 Likes rasiere ich mir den Glatze. Nein, das war ein Scherz. Das war jetzt nur ein Scherz. Würde ich mich freuen auf jeden Fall. Seid ein Haufen super nicer Boys. Ich hoffe, ihr seid heute ab 20 Uhr dabei. Ich würde mich freuen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Winki, winki. Tschüss.